Hey Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Der neue SCB-Verse Report steht an. Und wir haben einen Tag Verspätung. Das passiert manchmal. Wir haben ein bisschen krass den letzten Sieg der deutschen Elf gefeiert. Ja, aber es war auch super, ey. Ja, es war auch cool, wirklich super. Also. Genau. Wir wollen hier keinen Fußball-Channel aufmachen. Hin und wieder muss aber sowas mal erwähnt werden. Jo. Immerhin haben wir ein schönes Spiel abgeliefert und es war ein großes Fest in Berlin. Aber jetzt gegen die Italiener, richtig. Wird spannend. Ja. Weil wir noch nie gegen die gewonnen haben, aber okay. So ist es. Wir. Genau, wir üben eigentlich schon ein bisschen für unsere spätere Berichterstattung zu Setterball, ne? Darum geht's. Genau, das wird sehr lustig. Nein, absolut. Also von daher, wir hoffen, ihr hattet schön viel Spaß bei der EM. Wir wenden uns jetzt Star Citizen zu und natürlich dem Hot Topic. Und das ist mal was ganz anderes. Und zwar wirklich eine Ankündigung von dem, was uns demnächst erwarten wird in Patch 2.5. Und jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten. Hast du schon ein bisschen was verraten, genau. Ja, in Patch 2.5 soll es eine neue Raumstation geben für die Outlaws unter euch, unter uns, wo auch immer, genau. Wer auch immer. Ja, und zwar die sogenannte Grimhex. Ja. Das wird eine neue Raumstation werden, soll aber, haben sie gleich gesagt, keine billige Kopie werden von Port Olisar. Am Anfang klang das so ein bisschen, darum haben sie es nochmal gesagt, also es wird jetzt nicht wirklich ein dreckiger Abklatsch von Port Olisar, sie machen sich schon eigene Gedanken dazu und wir haben jetzt tatsächlich das erste Mal den Namen gehört, kann man ruhig nochmal wiederholen, Grimhex soll es heißen, klingt schon so ein bisschen... Ja, grimmig. Die Hexe. Natürlich. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja, ja und da sind sie jetzt gerade zum Beispiel an dem Einbauen von den Shops, die es da geben soll. An dem Inventar, neue, genau. Neue Shops soll es dort geben. Wir haben von einem neuen Hersteller erfahren, nämlich Frontier. Und der wird auch neue Klamotten herstellen. Ja, und da freust du dich besonders, ne, auf die Stiefel. Endlich Stiefel, ey. Oh, wie warte da ich auf Stiefel? Da schrie er gleich los. Ah, oh, Stiefel. Genau. Ja, endlich Stiefel. Ja, ich fürchte nur, jetzt muss ich irgendwie kurzzeitig Outlaw werden. Um mir zumindest coole Stiefel besorgen zu können. Aber so ist das halt manchmal. Ich meine, Han Solo ist sozusagen eigentlich ja auch ein Outlaw, ein Schmuggler. So könnte man so sagen. Genau. Also, wie gesagt, ja. Grimhex soll mit 2.5 kommen, einen eigenen Spawnpunkt dann für Outlaws darstellen, im Gegensatz eben zu den Defendern, wie sie sozusagen heißen, dann im Port Olisar. Und ja, erwarten uns viele schöne neue Assets damit. Ja, im Moment arbeiten sie noch an der Beleuchtung, ne? Das haben sie gesagt. Da sind sie jetzt gerade noch dabei. Und dann, ja, mit 2.5 ist das Ganze angepeilt. Irgendwo in der Nähe von Crusader. Ja. So richtig weiß man es auch noch nicht. Keine Ahnung. Aber das war auf jeden Fall unser Hot Topic. Ja. Springen wir gleich zu... Den Around Weekly, the Verse, Weekly Updates. Genau, so ist es. Ja, Around the Verse war das erste. Ja, genau. Da gab es ja auch was Spannendes oder gibt es was Spannendes diese Woche, nämlich die 100. Folge. Ja, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Mensch, 100 Folgen. Wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte angekommen mit dem SCB Verse Report. 41, 42 so in der Reihe rum. Also von daher wirklich, wir wissen, was das für Arbeit ist und wir wissen, finden das wirklich, wirklich großartig, dass man jede Woche so eine Show kriegt. Von daher herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal von unserer Seite an Around the Verse. Und für euch da draußen wird es sicherlich eine sehr spannende Show. Also sie haben angekündigt, dass sie tatsächlich in 3 Teilen kommen wird, ne? Und dass sie einiges zeigen wollen, was sie bisher so ein bisschen hinterm Berg gehalten haben. Worum es ging, haben sie es aber noch nicht gesagt. Nee, aber sie haben auch gesagt, sie wollen die Inhalte insofern auch verändern, dass sie mehr Ingame-Videos machen wollen. Also das wurde schon mal so angedeutet, das Ganze. Ja. Mhm. Insgesamt arbeiten sie übrigens gerade an allen Subscriber-Formaten. Also 10 for the Chairman oder 10 for the wird ein bisschen verändert werden. Reverse the Verse wird ein bisschen verändert werden. Sie arbeiten eigentlich an allen Formaten und haben es jetzt gerade im Sinne von ATV eben auch angekündigt mit diesen Ingame-Inhalten, die sie halt dazu bringen wollen. Ja, also so viel dazu. Guckt da rein. Am Donnerstag geht es da los und ich glaube, es wird ein großes Fest. Weiter geht's dann mit dem eben schon erwähnten Patch 2.5. Der ist jetzt in der Entwicklung. Aber außer der Piratenstation weiß man noch nicht viel. Gab's da sonst keine Details? Nee. Ja. Deswegen springen wir mal gleich weiter. Ja, genau. Zu Alpha 2.4.1. Da wird jetzt auch noch fleißig dran gearbeitet, bis es dann mal irgendwann zu 2.5 kommt. Und also eigentlich sind sie nur dabei, Netzwerk- und FPS-Fehler auszumerzen. Ja. Und ich hatte mich gewundert, die brauchen relativ lange. Ich hätte schon gedacht, dass der früher kommt jetzt nach 2.4. Aber na gut, gut Ding will Weile haben. Ja,
Performance ist das Stichwort. Ja, definitiv. So. Ja. Ja, da kommen wir auch noch später nochmal zu innerhalb der Folge. Was wir noch haben aus Around the Verse ist ein Update zur Caterpillar. Die befindet sich ja gerade in der aktiven Produktionsphase. Und woran basteln sie jetzt allem rum? Am Interieur des Maschinenraums. Geschütztürme waren dabei, dann Farbgestaltung. Das, genau, Farbe und ich glaube, das Kommandomodul war noch drin. Genau, da die Farbgestaltung. Genau, und da sind sie, beim Kommandomodul sind sie tatsächlich noch an verschiedenen Konzepten. Das andere sind dann eher schon richtige Designfragen, die jetzt geklärt werden, was die Drake Caterpillar angeht. Coole Sache. Ja, außerdem geht es weiter mit der Idris. Ja, da sind sie auch fleißig zugange. Vor allem haben sie gesagt, es wird größere Veränderungen am Schadenssystem geben. Ne? Und das Schadenssystem, also da geht es im Prinzip darum, okay, wenn mein Schiff zerberstet, dann soll das Ganze natürlich auch noch cool aussehen. Super Aussage, ja. Ne? Also da, wenn da, schon tot, dann wenigstens schon, mit einer geilen Kamera. Wenn schon auseinanderbricht, dann aber auch richtig. Ja, so genau. Ist es. Und da wird dann auch... dann haben sie gesagt, dass sie gucken werden, wie sieht es aus der Perspektive der Personen aus, also von innen dann auch. Mhm. Und sie wollen Elemente einbauen, wie die Lichter gehen aus, rote Alarmleuchten, Konsolen explodieren. Ja, so Star Trek-mäßig, ja, weißt du, wenn sci-fi. Du so, weißt du, und dann fliegen die immer und, das ist übrigens, wer übrigens Fan von der Original Series von Star Trek ist, wirklich mal drauf achten und sich mal einzelne Szenen angucken, wenn die dann so durch diese rüttelnde Brücke irgendwie fliegen da in den 60er und 70er Jahren, das ist großartig, weil der eine springt nach links, der andere springt nach rechts und du denkst, hä, was ist eigentlich los? Genauso soll es bei Star Citizen werden, nur natürlich eben um den Coolness-Faktor 100 potenziert sozusagen. Das heißt, da geht es dann richtig weiter. Wie sieht das Schadensmodell gerade für die Leute innen aus? Zum Beispiel wird es dann eben auch so sein, dass verschiedene Bereiche einzeln auch Schadensmodelle kriegen. Das bedeutet, dass bestimmte, zum Beispiel in bestimmten Teilen dann wirklich die Gravitation ausfallen kann an Bord der Idris, wenn da eben die entsprechenden Leitungen oder Nodes getroffen wurden. Oder eben auch wirklich, wenn es einen Hüllenbruch gibt, also das Schiff aufklafft, dass die Leute dann rausgepustet werden aus dem Schiff und dann versuchen müssen, wenn sie, also hoffen müssen, dass sie einen EVA-Anzug anhaben. Sonst ist das Respawnen auf der Krankenstation angesagt. und das ist eben so, diese aggressive Kompression soll halt wirklich auch eingebaut werden, sodass tatsächlich dieser Effekt erlebbar ist. Man hatte da schon vor ein paar Wochen mal so einen kurzen Sneak Peek gesehen, wie das aussieht mit so Blast Doors und wenn so Sachen rausgepustet werden durch eindringendes Vakuum. Coole Sache, da freue ich mich sehr drauf, das wird spannend. Aber es war auch immer noch nicht das Einzige zu Idris. Zu Idris, da geht es auch weiter mit dem Hangar. Und da haben sie eigentlich jetzt dran gearbeitet oder sind fleißig dabei. Wie ist das eigentlich, wenn kleine Schiffe sozusagen, wenn ich die automatisch landen will mit dem Landesystem? Und kleine Schiffe, haben sie gesagt, sollen drei ist irgendwie so das Stichwort diese Woche. Irgendwie, ja. Ja, stimmt. Also drei kleine Schiffe sollen möglich sein zu landen mit dem automatischen Landesystem. Und ein mittleres Schiff. Genau, also sie arbeiten explizit daran, das mittlere Schiff, dass man eben wirklich über eins rüberfliegt und dann in der Mitte darunter kommen kann. Das ist ein großes Problem aktuell, gerade dieses automatische Landesystem hinzukriegen. Das heißt, ein Schiff, ein riesiges Schiff an sich, was sich bewegt, mit einem anderen Schiff zu kombinieren, was sich ebenfalls bewegt in diesen kleinen Hangar rein und dass das alles automatisch angesteuert wird. Tatsächlich ein großer Arbeitsschritt, der da gerade gemacht wird und natürlich extrem wichtig für die Idris im Gameplay an sich. Außerdem gab es dann noch etwas außerhalb von Schiffen und zwar natürlich dann zum prozeduralen Rendering oder zu prozedural generierten Planeten und dem Stanton-System. Da gibt es ja, wie gesagt, jetzt einen Entwickler-Build, wo sie schon mal testen können. Und, testen ist immer gut, ne? Da können sie dann lernen. Also was dort funktioniert, wird dann auch wahrscheinlich für die anderen Planeten angewandt werden. Ne? So ist es, richtig. Also sie lernen damit und wir hoffen darauf oder sie haben angekündigt, dass es in nächster Zeit auch einige Videos zu den Fortschritten gibt, vielleicht ja schon in der 100. Episode jetzt von ETV. Vielleicht. Und apropos Video, da könnte man noch erwähnen, dass es diese Woche Fast Forward, hast du auch schon gleich geguckt, ne? Ja, ein Dragonfly-Rundflug gab um Port Olisar herum. Da ist ein Video zu On Air. Aber es ist nur ein Whitebox-Modell. Ja, richtig. Also es ist noch nicht, sie haben es wirklich quasi aus der Whitebox mal kurz in die Engine geschmissen und mal gezeigt, so wie es, man sieht, die Texturen sind noch nicht da und alles, aber das kommt mit einer Weile nach. Aber das Feeling finde ich schon mal ganz nice da. Das ist schon so, fand ich schon echt ganz cool. Mal sehen, ich hoffe, dass sie nicht lange braucht, bis die Dragonfly dann wirklich auch flight-ready ist. Und von da aus gehen wir dann weiter zu Reverse the Verse. Das war relativ kurz
diese Woche, nämlich wirklich nur eine halbe Stunde lang. Ja, irgendwie ganz kurz. Mhm. Aber ich finde, es gab insofern was, also gute News, denn es wird ein neues Belohnungssystem geben. Und zwar für die Subscriber wird es jetzt so sein, dass sie einmal im Monat ein Schiff kriegen oder dass sie testen und fliegen können. Und dazu wird es dann vielleicht auch eine Umfrage geben, ne? Also welches Schiff wollt ihr vielleicht gerne mal testen und fliegen? Sie fangen, glaube ich, an jetzt ab dem 1. Juli mit der Saber, ne? Genau, richtig. Und also wirklich nicht missverstehen, es wird quasi pro Monat ein Schiff geben, ne? Also nicht einen Tag oder sowas, sondern wirklich pro Monat ein Schiff, was dann wirklich für Subscriber exklusiv freigeschaltet ist. Wenn ihr es eh schon im Pranger habt, dann freut euch drüber. Aber ansonsten könnt ihr, wenn ihr es nicht habt, es eben testen. Und wenn es dann Fragen gibt, da werden wir uns heute schön am Voting beteiligen, um zu gucken, dass man ein paar Schiffe kriegt, die vielleicht nicht jeder im Hangar hat, damit man sie mal testen kann. Das soll ein zusätzlicher Vorteil werden, wenn man Subscriber ist. Außerdem gibt es ab 1. Juli, und das ist wirklich eine wichtige Information für euch, neue Token. Diese Token sind, wie gesagt, dafür da, dass man Schiffe, die man eingeschmolzen hat, rückgängig machen kann, also das Einschmelzen rückgängig machen kann, damit man das Schiff dann wieder hat. Denkt daran, pro Quartal gibt es einen Token, der ist nicht kumulativ, das heißt, ihr könnt nicht über mehrere Quartale mehrere Tokens sammeln, sondern müsst die wirklich, wenn ihr sie einsetzen wollt, dann setzt den jetzt noch ein, bevor der 1. Juli anbricht. Ab dem 1. Juli kriegt ihr sowieso einen neuen und dann könnt ihr den halt für etwas benutzen, wenn ihr es braucht. Nur als wirklich wichtige Information. Und schluss und letztendlich gab es dann noch irgendwas zur Star Map. Ja, eine Sternkarte in Posterformat. Mhm. Die soll jetzt demnächst verschickt werden. Oder vielleicht ist die eigentlich schon? Sollte verschickt? Wird verschickt? Wird verschickt. Wird verschickt. Ja. Also, vielleicht hat ja einer von euch sie schon quasi im Briefkasten. Oder so, ja. Also, ja, lasst es uns wissen. Genau. Ganz interessant. So ist es, ja. Also, freut euch drauf, wenn ihr sie bestellt habt. Die sollen dann demnächst rausgehen und machen bestimmt coole Poster an der Wand. Wir gehen von da aus zu einer sehr, sehr wichtigen Episode, die letzte Woche lief. Und zwar 10 for the Chairman, mal wieder mit Chris Roberts wirklich in Persona. War eine wirklich spannende Episode. Ich kann euch an der Stelle nur empfehlen, wir fassen euch ein paar Sachen kurz zusammen, aber geht mal auf den SCB-Artikel. Es war, glaube ich, meiner Meinung nach somit das wichtigste Update alleine in diesem Jahr, was Chris Roberts selbst herausgegeben hat. Was haben wir uns herausgepickt an Fragen? Also die erste Frage, die wir eigentlich mit am wichtigsten fanden, ne? Was sind im Moment die größten Herausforderungen? Ja. Und er hat ganz klar gesagt, eigentlich ist die größte Herausforderung die CryEngine. Cry Me a River sozusagen. Schön, ja. Sie bauen die jetzt komplett um, weil sie meinten, ist klar, dass es Performance-Fehler gibt, weil sie haben gar nicht damit gerechnet, dass so viele Assets und Items, also von KI bis Objekten, alles mögliche, also dafür war die CryEngine gar nicht ausgelegt. Genau. Deshalb bauen sie jetzt um. Und damit kann es immer wieder und wird auch in nächster Zeit zu Performance-Einbrüchen kommen. Ihr habt schon vielleicht gemerkt, 2.3 war deutlich besser von der Performance als 2.4 jetzt ist. Das wird sich auch noch ein bisschen so erweitern. Sie haben sich für die CryEngine entschieden, weil sie eigentlich sowohl vom grafischen als auch vom FPS-Faktor, also First-Person-Faktor, tatsächlich die beste Wahl für sie war. Wussten von Anfang an, sie müssen sie umbauen komplett, haben sie erstmal aufgepustet von 32 auf 64-Bit und jetzt kommt ein komplett neues System demnächst rein, unter anderem in Verbindung mit dem Item-System 2.0. Sie haben da alle schon sehr viel für vorbereitet und werden das jetzt in naher Zukunft auch bringen und damit wird dann auch die Performance besser. Bis dahin stellt euch aber darauf ein, dass ihr, egal was ihr für eine Rechnermaschine zu Hause habt oder was ihr für eine Workstation habt, immer wieder FPS-Einbrüche habt. Selbst wir mit unseren Workstations landen durchaus gerne mal bei 10 bis 12 FPS in Crusader, je nachdem, was eben um uns herum passiert und wie viele Leute da sind und so. Muss man halt mit rechnen, dass es jetzt noch so ist. Aber sie haben die Lösung parat und sie werden sie uns relativ bald präsentieren. Wie ging es weiter? Es ging weiter. Oh, da hast du noch Luft. Gerade so. Genau. Es ging weiter mit der Frage, ob denn Nyx noch in der Entwicklung steckt. Ja, und da war ganz klar die Antwort ja. Und manchmal sind die Fragen auch irgendwie lustig. Ne? Ja. Aber genau. Also auf jeden Fall haben sie gesagt, die Landezone Levski und die Umgebung sind schon fertig. Das klingt schon mal gut. Also ja, auf jeden Fall, es ist auch ein kleiner, dunkler, schäbiger Ort, diese Landezone. Frei vom UEI. Ja, wollte ich auch gerade sagen, nicht von der Regierung unterstützt oder kontrolliert. Genau, weil es gab in der Zwischenzeit oder im Laufe der Jahre verschiedenste Führer, die da
sich ausgelebt haben. Mhm. Also UI hat da keine Kontrolle rüber. Auf jeden Fall sind sie da zugange. Geplant ist das Ganze für 2.7. Ja. 2.7 wird der große Meilenstein da sein, denn wenn die Levski-Landezone kommt, die ja eigentlich im NYX-System verortet ist, dann passiert das aber nicht im NYX-System, sondern die wird sozusagen mit ihrem kleinen Planetoiden Delamar, wo die drauf sitzt, dann einfach ins Stanton-System reingeschmissen, sitzt dann da soweit einfach zum Testen, damit man dieses System testen kann. Und wie ihr schon daraus entnehmen könnt, bedeutet das auch, dass das prozedurale Rendering oder die prozedurale generierten Planeten dann damit auch ins Testfeld kommen, offiziell für alle. 2.7 ist da das Stichwort. Sie haben natürlich nicht gesagt, wann dieser Patch kommt, und er hat auch extra dazu gesagt, Leute, ich kann euch kein Datum nennen, so gerne wie ihr fragt, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen peilt, ich schätze mal August, September ist angedacht. Ja. Um das auf der Gamescom zu zeigen, wie das aussehen soll. Das würde dann bedeuten, dass wir halt die NYX-Landezone Levski dann im Stanton-System hätten. Immerhin schon zwischen der Grimhex und Port Odisar und Levski hin und her reisen können. Nach und nach. Mhm. Und von da aus geht es dann nämlich auch noch weiter. Denn Arcorp ist dann zwar noch nicht dabei. Aber zum Ende des Jahres, haben Sie schon gesagt, wollen Sie das Ganze dann zusammenfügen. Und damit kommen wir auch nochmal zur letzten Frage, die wir uns aus 10 for the Chairman rausgesucht haben. Und da ging es nochmal um die Verbindung zwischen Hangar-Modul, Social-Modul und Persistent Universe, also allem sozusagen zusammen. Und da ist die Frage, ob Sie denn wirklich vorhaben, das Hangar-Modul mit dem Persistent Universe zu verbinden. Ganz klare Antwort, ja, wollen Sie machen. Ganz klares Fragezeichen, wann? Wissen Sie nicht. Aber auf jeden Fall auch, wie gesagt, Ende des Jahres wird so grob angepeilt, und dann irgendwann soll es soweit sein, dass ein ganz großes System entsteht, das komplette Stanton-System im Spiel zusammengefügt. Genau, und das kann man ja mal im Kopf so durchgehen. Das Stanton-System soll bis Ende des Jahres soweit vollständig sein. Das wird dann Millionen Kilometer groß sein. Wer jetzt schon Crusader kennt, weiß, dass jetzt schon die Entfernungen extrem groß sind, und das gesamte Stanton-System dazu wird dann eben aus nicht nur Crusader und Port Olisar, der Grimhex Station und dann eben dem vorläufig eingebrachten NYX und Levski bestehen, sondern dann kommt Arcorp als nächstes dazu. Die Landezone gibt es ja schon, da muss dann wirklich der Planet noch eingefügt werden. Hurston ist bereits in Arbeit, wissen wir auch schon, genauso wie Crusader. Und Microtech. Genau, das fehlt dann noch. Also, wenn die Technik einmal steht, soll der Rest relativ schnell folgen. Wie gesagt, Ende des Jahres könnten wir ein komplettes Sternensystem haben, und das wäre auf jeden Fall ein richtiger Breakthrough. Also kann man nicht anders. Dürfen wir gespannt sein. Vielleicht so ein Weihnachtsspecial dann, so weißt du. Das denke ich auch. Ja, der Livestream, der Holiday-Livestream dann immer. Und dann geht's los. Und dann wissen wir gar nicht, wo wir als erstes hin sollen. Da freuen wir uns drauf. Und wir gehen jetzt noch weiter zur Dragonfly. Ach ja, Q&As gab es ja. Teil 1 und Teil 2. Also Fragen und Antworten oder passende Antworten dazu, die sind rausgekommen. Wir haben uns jetzt ein paar Fragen rausgepickt. Mhm. Schaut da auf jeden Fall auch noch mal rein. Ein Video wurde dazu nämlich auch gemacht von Dozer und Weezen. Ja, die haben sich, die sind jetzt unser Q&A-Team, finde ich total super, die beiden. Das ist immer so ein bisschen wie Waldorf und Stettler aus der Muppet Show, die sich dann da hinsetzen und ja, blöde Frage. So, weißt du, was ist das Beste an... Das ist doch super, ne? So, ja, gucken wir trotzdem. Genau. Was ist das Beste an der Q&A-Folge? Dass sie jetzt zu Ende ist. Ja, also dementsprechend guckt mal da rein, ist sehr lustig geworden. Also da findet ihr zum Beispiel Fragen wie zum Beispiel, von welchen Schiffen kann die Dragonfly starten und von welchen kann sie es definitiv nicht. Ja. Ne? Dann wird sie in der Atmosphäre überhaupt fliegen können, ja oder nein? Oder schwebt sie nur über dem Boden, ne? Ja. Genau. Richtig. Ich verraten. Sorry. Und dann ist sie wendig, ne? Oder, genau. Richtig. Wie wendig wird sie sich anfühlen? Ja. Genau. Und wie groß sind die Treibstofftanks, die sie dabei hat? Wie weit wird man damit kommen? All das findet ihr in den Q&As. Könnt ihr gerne bei SCB reingucken oder eben die Zusammenfassung von Weezen und Dozer dann auf dem Channel angucken. Ja, und sie haben was korrigiert. Ja, genau. Sie haben sich korrigiert, und zwar wird sie 1000 Kilogramm wiegen, statt der 6000, die ursprünglich im Konzept angedacht waren. Also es war das ursprüngliche Konzept. Mhm. Das haben sie direkt korrigiert. Naja, so ist es. Gut, dann kommen wir von da aus dann zu unseren Videos. Und die Tutorial-Serie geht weiter. Die haben wir jetzt fortgesetzt in der letzten Woche mit Teil 3 und 4. Ja, da ging es um die Flugsteuerung in Teil 3.
Ja, und alle Hater, die mich mit dem Controller... habe das natürlich angeleitet, diese Tutorial-Serie, damit ich das auch sofort lerne. Ja, also... Nein, das ist wirklich gut. Dann weiß man wirklich mit der Tastenbelegung und so. Gut. Ja, wir machen dann mit dir irgendwann ein Controller-Tutorial. Ja, weil, guck mal, das ist doch praktisch. Ja, ne? Es wird ja gemacht, damit ich es lerne. Ja, richtig. Und damit ihr draußen auch einen besseren Überblick kriegt. Das Feedback dazu ist sehr, sehr gut von euch. Vielen Dank dafür, auch dass ihr uns für den einen oder anderen Tipp vielleicht noch dazu gegeben habt, was ihr noch gerne sehen wollt oder was euch besonders interessiert. Wir werden das jetzt auch noch zu Ende bringen, die Serie. Dann vor allem mit dem Teil im Endeffekt mit dem Shopping und Schluss und letztendlich noch eine Fazitfolge wird dazu kommen. Aber schaut mal in die ersten Teile rein. Ist es wirklich ganz spannend, ja. Und eigentlich kann jeder noch irgendwo eine Kleinigkeit mitnehmen. Selbst ich wusste auch einige Tastaturkombinationen so nicht. Hatte sie mir nicht vor Augen geführt, weil sie halt alle neu sind. Also in diesem Sinne, ich glaube, Folge 3 war wirklich Flugsteuerung, Flugmechanik und Folge 4 war Kampf und EVA. Genau, so ist es. Ja, und von da aus gehen wir dann zu einem Monster-Let's Play, was wir angefangen haben am Sonntag. Ein kleines Multicrew-Let's Play. Ja, genau. 5 Kameraperspektiven haben wir dafür dabei. Wir haben das gesamte Crash Core High Command anwesend, was auch nicht unbedingt selbstverständlich nicht so ist. Oft, ne? Nee, genau. Mhm. Das ist nämlich Wiesen, Dosa, Vestem und ich, allesamt mit Kamera von RC auch noch mit einer Kamera unterstützt. Ja, und wir haben uns eine Mission vorgenommen, den Security Outpost Korea zu beschützen. Da kann man nämlich das Terminal in der Mitte bewachen. Während Wiesen und RC um uns herumkreisen und ballern. Versuchen, ja, ballernd alles abzuhalten, werden wir oder versuchen wir an Bord der Station dann die durchgekommen sind, dann auch noch wirklich aufzuhalten. Sehr spannende Serie in 2 Teilen. Der erste Teil davon ist am Sonntag online gegangen. Der zweite Teil folgt dann im Verlaufe dieser Woche. Ein schöner Cliffhanger. Ja. Den genau. Du gerade gemacht hast. Ja, manchmal habe ich Spaß daran, sowas zu machen. Ja, und was haben wir da noch? Dann haben wir noch die Interaction, wie jede Woche. Und ja, der Sale zur Dragonfly, der ist gerade durch, der Concept Sale. Jetzt haben wir uns gefragt, hättet ihr eigentlich gerne noch andere Weltraummotorräder von anderen Herstellern? Mhm. Also was würde euch da kicken, was würde euch da interessieren? Hinterlasst uns, stimmt wieder ab bei Google+. Ja, hinterlasst uns da ein paar Kommentare, eure Vorschläge, Ideen. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich persönlich würde, wie gesagt, fände so total geil von Origin, so wie so eine Kawasaki Ninja. Halt so ganz schwarz und total Rennstyle, fände ich zum Beispiel. Cool. Wie hieß die jetzt nochmal, die ich vorhin meinte, mit dem Radio und... Achso, Goldwing. Goldwing, ja, das könnte ich mir so von RSI vorstellen, ne? So eine fette Goldwing mit dann halt Radio und Funkantenne und was nicht allem da dran, fände ich auch super. Finde ich schon wieder ganz gut. Genau, also stimmt ab, Google+, und vielen Dank ansonsten fürs Zuschauen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Du hast nächste Woche Urlaub, frecherweise. Ja, ich nehme mir eine Auszeit. Also sowas, ja. Gut, also nichtsdestotrotz. Aber ich habe ja eine würdige Vertretung und lieber Wiesen an dieser Stelle, viel Spaß und vielen Dank, dass du mich in den Urlaub entlassen kannst. Genau. Ja, dir viel Spaß bei deinem Urlaub. Wir sehen dich dann in 2 Wochen wieder. Genau. Und bis dahin werden wir hier natürlich die Stellung für euch halten. Und wenn euch Star Citizen interessiert und ihr Updates haben wollt, dann abonniert doch den Channel. Es würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten schreibt uns nette Kommentare rein oder auch Feedback, was ihr wissen wollt, was euch noch interessiert, worüber wir reden sollen. Liked oder disliked die Episode. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Da haben wir ein paar Sachen für euch vorbereitet. Ja, in diesem Sinne, wir sind durch für diese Woche. Schönen Urlaub. Danke. Ja. Euch viel Spaß. Dankeschön. Und wir sehen uns übernächste Woche, ihr Lieben. So ist es. Und Cecilia und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck.